Moin moin und hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch zum ersten Video-Guide für die Monster Guides auf MMOzone. Heute mit dem Creeper und ich habe hier ein bisschen was vorbereitet. Im Prinzip, ja, man kann es ein kleines Versuchslabor sagen, habe ich hier mal hingebaut. Wir sehen auch schon die Bezeichnung. Hier oben haben wir einmal im Itemframe einen Bogen und hier oben ein Schwert. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie man gegen so einen Creeper kämpft. Aber vorher erkläre ich euch vielleicht nochmal, was so böse an einem Creeper ist. Es ist wirklich einer der fiesesten Kreaturen in Minecraft. Denn wenn der Creeper euch zu nahe kommt, dann explodiert er. Das ist natürlich nicht besonders schön, denn er zerstört dadurch nicht nur euch, im schlimmsten Fall, sage ich mal, sondern auch die Umgebung. Das heißt, er kann wirklich ganze Landstriche dadurch ja verwüsten und besonders in Höhlen, wenn ihr unter Tage seid, ist es doch sehr, sehr unangenehm, auf einen Creeper zu treffen, wenn man dort sehr wenig Platz hat, ihn zu bekämpfen. Aber kommen wir erstmal hier zum ersten Creeper. Wir sehen hier eine Redstone-Leitung, die ich gelegt habe, zu einem Spender hinten, in dem Creeper-Eier drin sind. Wir können jetzt hier einen Creeper spawnen lassen. Der sieht mit dem Texture Pack so aus. Wir haben hier oben den Bogen. Und der Bogen ist auch die einfachste Art und Weise, einen Creeper zu beseitigen. Denn wir sehen hier schon, kommt unser Gesell auf uns zu. Wir schießen ihn einfach mit dem Bogen kaputt. Das ist kein besonders schweres Unterfangen. Wenn er tot ist, lässt er natürlich wie alle Monster EP-Kügelchen droppen. Die können wir natürlich dann mitnehmen. So, Creeper Nummer 2 ist ein bisschen gefährlicher. Wenn wir den nämlich mit dem Schwert kaputt machen wollen. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir keinen Leck haben. Wir rennen zum Creeper hin und laufen wieder zurück. Wir rennen zum Creeper hin, schlagen ihn einmal und laufen wieder zurück. Das Ganze so lange, bis er stirbt. Solltet ihr ein Diamantschwert haben oder ein verzaubertes Schwert, ist das natürlich gegebenenfalls ein bisschen einfacher. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Verzauberung heißt, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt eine, mit der ihr auf den Creeper zustürmen könnt. Dann schlagt ihr zweimal drauf und der Creeper ist tot, bevor er überhaupt zur Explosion kommen kann. Aber man kann Creeper noch anders, ja, fangen im Prinzip oder auch nutzen, kann man sagen. Denn ich habe hier hinten einen, ja, Schachbrettmuster im Prinzip in den Boden gerammt. Wir sehen es hier, das ist zwei Blöcke tief. Wir können ja also nicht rausspringen. Und ebenso wenig der Creeper. Wir gucken jetzt mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier haben wir unseren Freund, den Herrn Creeper. Der macht mir relativ wenig, weil ich mich im Creative befinde, bevor ich ihn nicht anschieße. Wo will der Gesell denn jetzt hin? So, jetzt haben wir ihn angeschossen, aber nicht seine Aufmerksamkeit, weil er da dämlich im Wasser rumsteht, der Gesell. So, dann machen wir uns einfach nochmal neun. So, aber du bleibst jetzt mal hier, ne? So, jetzt haben wir ihn angeschossen, wir haben seine Aufmerksamkeit. Und jetzt hoffe ich doch mal, dass der hier... Hallo? Jetzt komm. Na los? Naja, klappt nicht so wirklich, wie es soll. Vielleicht auch, weil ich im Creative bin. Wir sehen hier nämlich, dass ich keine Aggro habe. Er würde dann im Prinzip ja in unserem Aggro-Bereich in diese Löcher reinfallen und käme nicht mehr heraus. Man kann so also effektiv ja Creeper fangen, kann man sagen. Da gibt es aber eine Sache, bei der man unbedingt beachten sollte. Ich spawn jetzt einfach mal hier unten einen drin. Wir haben den Creeper jetzt hier. Wenn ihr dann hingeht mit beispielsweise einem Schwert und wenn ihr nicht genug aufpasst, dann passiert Folgendes. Und er hat wirklich hier einen großen Krater in den Boden gerissen und im Prinzip alles vernichtet. Und wenn noch mehrere Creeper hier drin sind, habt ihr vielleicht doppelt Pech, weil die euch auch noch auf euch zustürmen. Also seid da sehr, sehr vorsichtig. Ist aber eine lustige Variante, um Creeper zu fangen, um ja effektiv, sage ich mal, und schnell an Schwarzpulver auch zu kommen. Denn Creeper sterben ja auch nicht bei Tageslicht. Ihr könnt die im Prinzip ja auch ein bisschen lagern, sage ich mal. Um die, ja, weiß ich nicht, für Experimente zu missbrauchen. So, das nächste Mal, denke ich mal, werde ich euch das Skelett vorstellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Kabasch.